Ja, hier, nochmal von der Seite angucken. Ah, zu spät. Wartet! Wartet! Okay. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. In der Tat. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Aber wisst ihr, was im Gitt? Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Ja. Ich hasse diesen Helm, den wir aufhaben. Und da wir sowieso eine gewisse Magier-Rüstung benutzen werden, hätte ich jetzt die Novizkapuze auflegen. Steigert Magiker um 30, das ist schon nicht schlecht. Magiker regeneriert sich um 50. Ja, es ist nicht mal leichte Rüstung. Nee, werde ich noch nicht anziehen. Das Beste, wenn wir müssen uns da ein bisschen... Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Wir müssen uns da ein bisschen entscheiden, ein bisschen Grad finden, quasi, auf dem wir wandeln können, zwischen Kampf und Magiewiederherstellung. Vielleicht verzaubere ich mir mal eine leichte Rüstung, wenn wir eine gute haben, eine Elfenrüstung oder sowas, dann mit Magiewiederherstellung. Ist immer gut. Bloß dazu würde ich auch gerne meinen Verzauberungsskill einfach ein bisschen verbessern. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Okay. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Huch, was habe ich denn hier gemacht? Ja, komm her. Hab ich verguckt. Ja, meine Augenprobleme bestehen übrigens immer noch weiter, falls ihr das jetzt nicht mitbekommen habt. Ja. Genau, ich sammle hier an der Seite auch alles ein oder versuche zumindest ein bisschen was einzusammeln, ohne dass der da vorne meckert. Quasi um dann Alchemie zu skillen. Seht ihr die Ruine dort oben? Das Ödsturz-Hügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauger, die nachts den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Ja, bist du auch eine Pussy, Hartmann. Hab's ja schon ein paar Mal gesagt. Und du gibst mir mit deinen Aussagen recht. So, wie lange spielen wir jetzt schon? Halbe Stündchen. So, jetzt müssen wir uns hier mehr oder weniger entscheiden. Erstmal ein Dieb, ein Magier oder ein Krieger. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelshang zu finden sind. Ich glaube, Krieger ist am besten erstmal für uns. Na los, seht selbst. Der Kriegerstein, ja. Wir können es immer noch ändern, wenn ich mich nicht irre. Ein Krieger, gut. In dem Moment, da ich euch sah, war... Und das werde ich auch tun. Das werde ich dann immer mal dann machen, wenn ich zum Beispiel die Schurkenquests annehme. Dann werde ich auf das Zeichen des... des Diebes zurückwechseln, weil wir dann nämlich also normalerweise ist es so, bei aufsteigenden Skills steigen wir einen Punkt für das Level auf und bei Skills, die wir hier bei diesen Steinen gewählt haben, steigen wir immer zwei Punkte schon auf, quasi. Hört zu, wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient. Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen, in Ordnung? Tja, und da wir dann, da wir bei diesem, über den Quest nicht mehr entsprechend viel brauchen. Ich sehe Sahn kurz nicht. Blöd. Na gut, spare ich Pfeile. Bam, der Bauer, das war ja wohl ein... Ha, und gleich noch aufgestiegen, sehr gut. Und Wolf, sehr gut, Wolfs Fels, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Und sogar einen Pfeil zurückbekommen. Schön. Ich bin da. Sehr cool bei diesem Spiel, also bei Skyrim, neu im Gegensatz zu den Vorgängern, ist, dass man jetzt Gegenstände essen kann und dadurch sogar die Effekte herausbekommt und etwas aufsteigt. Etwas quasi in Alchemie aufsteigt, schon durch das Probieren an sich. Das werden wir also alles machen, aber erstmal machen wir hier so ein bisschen das Intro zu Ende in Flusswald. Und ja, dann spielen wir mal weiter. Ich denke, ich werde bis nach Weißlauf gehen, bis nach Einlauf, wie es White Hitty schön genannt hat.
Und dann werde ich einen kleinen Cut machen. Es wird hier in diesem im Let's Play, die ich alleine spiele, etwas straighter vorangehen, aber keine Angst, wenn ich dann im Livestream wieder bin, dass, falls ich das Ganze aufnehmen sollte, kommt, da ist mein Onkel. Werde ich wieder viel durch die Gegend latschen. Ein paar Leute, die mir zugeguckt haben beim letzten Mal, wissen das schon. Also da haben wir es geschafft, zwar gut Golden Glanz zu klären, aber auch erst irgendwie nach 3 oder 4 Stunden spielen. Bei Shawas Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Steckt ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten? Sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Er ist dein Freund. Dein schlimmster Albtraum. Hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Webhub ist super. Sie gehen hier unten lang, da rum und da die Treppe wieder hoch. Also ich bin cooler. Ich gehe hier lang. Na? Wie habe ich das wohl gemacht? Ich bin wie ein Schatten. Haha, ich bin Batman. Läuft bis jetzt noch sehr flüssig, schön, aber ich werde das anti-sogische Filtering trotzdem rausnehmen, sicherheitshalber. Wenn mal ein bisschen mehr los ist, dann... So, es gibt hier ein Palaver. Und für dieses Palaver werden wir uns hier hinsetzen. Wir haben Besuch. Aber wir sehen schon ein bisschen böse aus, oder? Mit der Kapuze auf und so. Ja, mal gucken. Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Die kaiserliche leichte Rüstung ist auch ein bisschen doof. Also wir werden uns da eine Lederrüstung hier zusammen schustern. Also Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also der Höhlenbär war auch da. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Ich bin betrunken, ich Kanu fahren. Eishockey. Kino 1? Oh, mein Tee. Ach je, ich habe mir extra Tee gekocht für uns heute. Ein bisschen durchhalte. Und jetzt habe ich den Tee vergessen und er ist schon fast kalt. Schön lecker Chai-Tee. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardvar ist auch mein Freund. Guter Mann. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Okay. So, wir nehmen natürlich zu viel mit, wie es geht. Ja, nehmen wir Bier, brauchen wir jetzt nicht. Bier ist blöd. Das macht ich hier. Stellt Ausdauer wieder her. Regeneriert sich langsamer. Bla, brauchen wir nicht. Dietrich. Käse nehmen wir auch mit. Brauchen Eisenbahn mehr. Met brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Karotten, ja, zum Kochen. Hängeschwachen. Heaps. Beitätige Arme versuchen 15 Mal. Können wir verkaufen. Brauchen wir nämlich nicht. Beitätig werden wir definitiv niemals spielen. Aber auch nicht. Tränke nehmen wir immer mit. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Habt ihr Vorräte? Haben wir schon gehabt. Öffnet sich das Menü wieder. Wissen wir alles, wie von Weißlauf kommen? Ach, brauchen wir jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? So, dann gehen wir mal ein bisschen an die Schmiede hier. Sehr schön auch, dass hier an der Schmiede Eisen- und Stahlbahn rumliegen. Die wir einfach mal so einpacken können. Oh, hallo Framerate. Tschüss Framerate. Ah, gut, jetzt geht's weiter. Ein bisschen laden lassen. Na? Na, woran liegt's denn jetzt hier? So, jetzt. So, hier haben wir nämlich die Stahlbahn.
Die Eisenbahn. Und jetzt gehen wir hier noch ein bisschen Leder machen. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Versteht sich. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Leder und machen uns auch nochmal jeweils zweimal dieser Streifen, also insgesamt 8. Und dann schauen wir mal, was für uns schmieden könnt. Gehen wir da. Lass mich ja nicht. So, Lederrüstung sieht eigentlich mit einem kurzen aus. Lederrüstung. Mit 29 sagen wir hier ein Pelz. Ja. Nee, Eisen brauchen wir nicht. Beschlagen ist auch nicht leichte Rüstung. Haben wir aber bloß die Hose. Oh, da können wir uns noch diese Armschienen machen. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche. Was fehlt uns denn hier noch? Leder fehlt uns, ja. Ja, später. Aber da legen wir die schon mal an. Hallo? 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 So. Jetzt war das Menü auf, Alter. So, Objekte, Bekleidung. Lederrüstung. Und Lederarmschienen. Hm. Das ist irgendwas Interessantes? Nö. Doch, die Handschuhe. So, den Eisenhelm brauchen wir auch nicht. Könnte man noch genau den Stahl durch könnte man mitnehmen. Und den Eisenhelm auch. Ja, sehr gut. Wir kaufen gleich alles. Hier können wir jetzt gerade nichts machen. Ah, schärfen können wir. Warte, Moment. Wir schärfen uns gleich unser Schwert. Das ist immer gut. So, und zwar, bla. Hier unser, was haben wir hier? Ein Eisenschwert. Irgendwas anderes? Nö, Eisendolch. So, und hier sieht man es, brauchen wir Feuerholz. Wenn wir Feuerholz haben, dann können wir auch das, den Bogen verbessern. Das machen wir dann aber auch mit dem Besten. So, ja. Steckt unser Schmiedekunst auch gleich, deshalb machen wir das weiter. Jo. Will ich gerade, ob ich Waffen schmieden kann? Bin ich zu doof gerade, um das... ist auch egal. Auf jeden Fall ist wieder so. Ich wette das alles auf, dann können wir es mir nachher auch verkaufen. So, außerdem sind wir dann die ganzen Eisenbahnen los, die dann nehmt auch euch, was ihr braucht. Im angemessenen nicht mehr ganz so schwer sind. Ich kann ja Luft schieben und ihr so. So. Hier bekommen wir auch gleich noch eine Quest. Die wir dann aber erst machen, wenn wir im Weißlauf fahren. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ja, ich weiß nicht, was ihr gehört habt. Was ist denn passiert? Das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ja, ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ja, aber ich könnte euch doch helfen, die Klaue zurückzuholen. Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr mit dir, mein Freund, holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, Ödsturz-Hügelgrab machen wir aber später. Wir gehen jetzt erst nach Weißlauf.